Die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird, ist: Marc, was ist denn dein Lieblingswein? Und wenn ich ehrlich bin, ich habe keinen Lieblingswein. Es gibt so viele tolle Weine, ich möchte und kann mich einfach nicht festlegen. Aber es gibt dann doch immer wieder Rebsorten, zu denen ich zurücktendiere. Und zwei davon habe ich euch heute mitgebracht. Einmal Riesling, was jetzt für manche Stereotyp klingen mag, aber mein erster Sommelier-Job war am Rheingau. Da blieb die Liebe zum Riesling hängen. Und die zweite ist die klassische Trinkerkarriere, wo man mit fruchtigen Weinen anfängt, dann irgendwann zu schwereren kommt und viele enden dann beim Pinot. Bei mir ist es ähnlich. Pinot Noir, Blauburgunder, Spätburgunder, wie auch immer man es nennen möchte, ist eine Rebsorte, die ich wirklich extrem schätze. Nicht nur aus dem Burgund, sondern auch aus meiner Heimat Deutschland, aber eben vor allen Dingen auch aus der Schweiz. Denn das ist für mich eine der Rotweinrebsorten, mit der die Schweiz wirklich enorm viel punkten kann. Fangen wir an mit dem deutschen Wein. Man sieht's an der langen Flasche, ein Riesling aus der klassischen Schlegelflasche. Das Ganze vom Weingut Heimann Löwenstein aus Winningen an der Mosel. Einer der berühmtesten Anbaugebiete für Riesling überhaupt. Das Ganze der Schieferterrassen 2017. Und jetzt wird's gleich knacken, denn mit Schraubverschluss. Und da haben ja viele immer Bedenken, dass das kein guter Wein ist. Aber gerade Weine, die vielleicht nicht 30, 40 Jahre reifen sollen, finde ich persönlich eigentlich toll, wenn sie mit Schraubverschluss verschlossen sind. Denn es ist leicht in der Handhabung. Die Chance, dass er einen Kork- oder Zapfenfehler hat, ist sehr, sehr gering. Und deswegen finde ich, ist das eigentlich eine tolle Erfindung. Riesling von Schiefern, also sprich ganz steilen Schieferterrassen an der Mosel. An der Farbe leicht golden, an der Nase, ihr seht mich lächeln. Das ist wirklich das, wo mein Herz aufgeht. Riesling hat immer diese faszinierende Mischung aus richtig reifer Zitrusfrucht, vor allen Dingen reifer Zitrone in dem Fall. Dann, auch wenn die Wissenschaftler sagen, man kann es nicht riechen, ich finde schon, man riecht die Schiefermineralität. Und gerade wenn er anfängt zu reifen, so ein Hauch von Petrol oder Kerosin, was den einen oder anderen vielleicht abschreckt, aber Riesling-Liebhaber wie mich strahlen lässt. Am Gaumen. Säure pur. Richtig viel Aromen, aber sehr straff, sehr geradlinig, sehr mineralisch und angenehm leicht mit gerade mal 12,5% Alkohol. Ganz faszinierender Wein, auch ganz faszinierender Winzer. Reinhard Löwenstein ist mehr Philosoph als Winzer. Zum Beispiel spielt er den Weinfässern vor Musik aus gregorianischen Chören und Eigenkompositionen. Er ist beteiligt bei Fair and Green, Initiative, die sich nicht nur um Bio, sondern auch um Nachhaltigkeit auch im eigenen Betrieb einsetzt. Also nicht nur Weinberg, sondern auch Menschen mal in den Fokus stellt, was ich toll finde. Und ist wirklich ein total faszinierender Charakter und das merkt man seinen Wein an. Ein Riesling, den ich euch wirklich unbedingt ans Herz legen möchte. Zweiter Wein, auch von einem ganz spannenden Menschen gemacht, nämlich von Roland Lenz, der gemeinsam mit seiner Frau Karin das Weingut Lenz am Islesberg im Thurgau führt. Etwas, was viele überraschen mag, dass es im Thurgau tolle Weine gibt, aber gerade Lenz wurde dort auch schon mehrfach ausgezeichnet und ist selbst sehr aktiv bei Piwis, also bei pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, aber auch komplett biodynamisch und bio. Das heißt wirklich jemand, der die Natur sehr stark würdigt. Macht vieles anders als andere, so auch den Verschluss. Wir haben hier eine sogenannte Wachskapsel und da werde ich immer gefragt, wie man sie öffnet. Dachte ich mir, zeige ich euch kurz, denn das ist eigentlich ganz leicht. Gerade wenn es ein recht einfach zu öffnender Wachs wie dieser ist, kann man das mit dem Kellnermesser einfach abschaben. Ich nenne da immer das Babybell. Bei stärkeren Wachssorten ist tatsächlich das Beste durchstechen und das mache ich einmal vor. Man nimmt die Spindel, geht in die Mitte und dann ohne Hemmung einfach runterdrehen, etwas weiter als man sonst so tut, dann rausziehen. Bei manchen bröckelt es dann am Rand ab, das kann man mit den Fingern einfach runter machen, schaut ja keiner zu normalerweise. Und dann einfach aufpassen, dass kein Wachs reinfällt, den Korken abdrehen und dann kurz mit dem Messer nacharbeiten. Das kann man relativ leicht und dann immer die Flasche nur so leicht anwinkeln, dass nichts reinfällt. Und schon ist er offen, das geht wirklich fix. Und dann hat man den tollen Wein im Glas. In dem Fall die Cuvée 1844 und das ist nicht der Jahrgang des Weins, sondern es ist das Gründungsjahr des Borelac und Borelac war. Und deswegen haben wir eine Weinserie speziell mit Roland gemacht, die eben 1844 heißt, denn er macht diese Weine speziell für uns. Und hier haben wir jetzt einen Pinot Noir oder Blauburgunder oder Spätburgunder, wie eingangs gesagt, der sehr konzentriert ist für den Thurgau, denn er hat die Trauben zum Teil leicht antrocknen lassen.
Und dadurch hat man auch in vermeintlich kühlen Gebieten dann am Ende durch eine leichte Rosinierung der Traube wirklich einen konzentrierten, dichten Wein. Und das zeigt sich für einen Pinot erstaunlicherweise schon an der Farbe. Etwas dunkler als bei den meisten, an der Nase. Typisch Pinot, so richtig viel Erdbeere, Himbeere, wirklich enorm viel Frucht und am Gaumen. Das, was mir so Spaß macht, diese Balance aus Frucht, Säure, Länge, Mineralität, da passiert enorm viel, obwohl das erst ein 2019er ist. Und das ist was, was mich dann wirklich fasziniert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesen beiden Weinen. Probiert mit denen rum, die passen zu diversen Gerichten. Genießt es, probiert mehr Riesling, probiert mehr Pinot und ich freue mich, euch bald wiederzusehen. Tschüss und bis bald.